Hallo und herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass so viele da sind zum Impulsvortrag von mir heute. Für die, die mich nicht kennen, ich bin die Martina und bin seit 7, 8 Jahren im aktiven Team von den Österreichern und ja, seit 3 Jahren Obfrau im Verband der Ablätschertherapeutinnen. Und ich werde heute einen Impulsvortrag zum Thema Gehirn und Bewusstsein halten. Das werde ich dann auch beim Verbandstreffen tun. Und wir veranstalten dieses Jahr, eigentlich wollten wir schon letztes Jahr, gemeinsam mit Deutschland ein gemeinsames Verbandstreffen und ein Symposium zum Thema Gehirn und Bewusstsein. Und der Grund, wieso wir das heute machen, ist, weil wir euch noch so ein bisschen einen Anreiz geben wollen für alle, die sich noch nicht angemeldet haben. Am Freitag läuft nämlich der Frühbucher aus. Und dann könnt ihr natürlich auch noch jederzeit dabei sein, aber dann ist es wieder ein bisschen teurer. Ich werde jetzt die PowerPoint dazuschalten und gleich einmal mit dem Vortrag beginnen. Und nach dem Vortrag stelle ich unsere Referenten dann noch einmal vor. Okay. Ich merke gerade, da habe ich jetzt ein kleines Problem. Meine PowerPoint. Ah, jetzt. Sehr gut. Okay, ich habe für heute vorbereitet einen kleinen Teil von der Gehirnforschung, also so ein bisschen zur Geschichte der Hirnforschung und wie das Gehirn organisiert ist. Und dann der zweite Teil zum Thema Bewusstsein. Da geht es darum, dass wir in der Bewusstseinsforschung noch nicht sehr weit gekommen sind. Es ist ohnedies ganz lang irgendwie so außen vor gehalten worden, weil man das irgendwie gedacht hat, das funktioniert so nicht. Und erst in letzter Zeit bemüht man sich mehr, auch das Bewusstsein wissenschaftlich zu erforschen. Und da möchte ich euch gern so die Ansätze und Denkweisen näher bringen und was man schon über das Bewusstsein weiß. Okay, wir beginnen mit der Gehirnforschung. Schon 4000 vor Christus hat es erste Texte bei den Sumerern gegeben. Das heißt, die Menschen beschäftigen sich schon lange damit und wollen wissen, wie das alles funktioniert. Und 1700 vor Christus hat man einen Papyrus gefunden, der eben so alt ist, wo schon exakte Beschreibungen des Gehirns gegeben hat. Ich gebe euch da so ein paar Meilensteine in der Hirnforschung. Es ist nicht alles aufgelistet natürlich, aber was halt so auch für das Bewusstsein interessant ist. 1543 hat dann der Belgier Andreas Vesalius das erste moderne Anatomiebuch veröffentlicht mit genauen Zeichnungen. Und dann wieder 200 Jahre später, 1791, wurde entdeckt, dass die Nerven mit Elektrizität arbeiten. Für uns völlig klar, aber zu der damaligen Zeit war das eine einmalige Entdeckung vom Arzt Luigi Galvani. 1862 bis 1874 haben Broca und Wernicke, der Paul Broca, der war ein französischer Arzt, und Karl Wernicke, ein deutscher Neurologe, die wichtigsten Sprachzentren gefunden. Paul Broca hat einen Patienten gehabt, der hat Dan geheißen, und zwar deswegen, weil er nichts anderes sagen konnte als Dan. Und als er dann gestorben ist, hat Paul Broca eine Obduktion durchgeführt und hat eine Schädigung im linkofrontalen Kortex gefunden, wonach dann das Broca-Areal bezeichnet worden ist. Und das war früher so die gängige Methode, auf neue wissenschaftliche Erkenntnisse zu kommen. Hat relativ lange gedauert, weil man oft nach einer Erkrankung warten musste, bis man sozusagen dann nachschauen konnte. 1873 hat dann der italienische Forscher Camillo Golgi die Silbernitratfärbung eingeführt und damit ließen sich dann die Nerven in Gänze darstellen. Das war auch sehr bahnbrechend und er hat auch 1906 den Nobelpreis dafür erhalten.
1909 hat Corbinian Brodmann anhand von neuronalen Strukturen 52 Cortex-Areale beschrieben. Und diese Einteilung ist bis heute gebräuchlich. Das erste Elektroenzephalogramm hat dann Hans Berger erzeugt. Das war 1924. Und erst später sind dann die anderen bildgebenden Verfahren dazugekommen, die einfach zum Nachweis der Gehirnfunktion sehr wesentlich waren. 1957 hat Wilder Benfield hat er geheißen. Es war ein kanadischer Hirnchirurg. Und Theodor Rasmussen haben gemeinsam den motorischen und sensorischen Homunculus entwickelt. Also der ist sicher jedem bekannt, wie der ausschaut, mit dem großen Mund und den großen Händen und diesen ganz kleinen Rumpf, den man da so über diesen motorischen und sensorischen Kortex legen konnte. Und Wilder Benfield, auf den geht auch die erste Kartierung des Gehirns zurück. Der war nämlich auch Chirurg, hat Epilepsie-Patienten behandelt. Das ist so diese Methode, wenn Menschen sehr stark unter Epilepsie leiden, dass man den Balken des Corpus callosum durchtrennt. Und im Zuge dieser Operationen hat Benfield Untersuchungen am Gehirn und am wachen Patienten durchgeführt und konnte dann eben sagen, welches Gehirnareal was macht. 1970 bis 1980 sind dann die ganzen bildgebenden Verfahren entstanden, wie das PET, das Positronenemissionstomograph, das SPECT, das Singlephotonenemissionscomputertomographie, mit der es dann möglich war, nicht nur das Gehirn in seiner Struktur aufzuzeichnen, sondern auch Funktionen. Also besonders beim funktionellen MRT hat man den Menschen, während sie da drinnen waren, kognitive Aufgaben gestellt und dann geschaut, wo im Gehirn passiert etwas. 1981 hat Benjamin Lippert über das Timing bewusster Entscheidungen geschrieben. Das war ein sehr bahnbrechendes, er hat eine Reihe genialer Versuche angestellt, mit denen er nachweisen konnte, dass vermeintlich bewusste Entscheidungen, also das, was wir geglaubt haben, das entscheide ich selber, im Gehirn viel früher schon entschieden ist. Also er hatte anhand des Gehirns und der Impulse aus dem Gehirn schon erkennen können, wie sich der Patient oder eben diese Versuchsproband entscheiden wird. Und das hatte gravierende Auswirkungen auf die Diskussion, ob es den freien Willen überhaupt gibt. Und ja, das Letzte, was ich noch aufführen möchte, ist, seit 2013 gibt es sowohl in der EU als auch in der USA ein Projekt zur Simulation des Gehirns. Der Mensch hat, glaube ich, immer schon so diese Faszination gehabt, etwas nachzubauen und vor allem auch ein künstliches Gehirn zu schaffen. Und die neuen Computertechniken könnte es vielleicht sogar gelingen. Es bleibt allerdings fraglich, ob dieses Gehirn dann auch ein Bewusstsein hat. Es wird spannend sein. Die Vertreter oder die Wissenschaftler, die eben sehr an dieser künstlichen Intelligenz begeistert sind, die haben ja so die Idee, dass man dadurch einen besseren Menschen erzeugen könnte. Gut. Vom Gehirn möchte ich euch gerne noch über die Organisation des Gehirns was erzählen. An und für sich ist der Aufbau gleich wie bei der mentalen Organisation. Das heißt, höhere geistige Prozesse laufen in den oberen Regionen ab. Und die unteren Abschnitte regeln eher die grundlegenden Funktionen. Also wir wissen im Hirnstamm, das sind die vegetativen Hirnzentren und auch bei Bewusstlosigkeit werden die Lebensfunktionen erhalten. Im mittleren Bereich Mittelhirn und limbisches System sind, also das Mittelhirn, vor allem der Thalamus, sind so eine ganz wichtige Schaltzentrum, so ein Vorverarbeitungszentrum und ganz viele sensorische Informationen, die aus dem unteren Hirnstamm kommen, werden da weitergeschaltet und dann in den Kortex geleitet. Und das limbische System, das ganz tief im Inneren des Gehirns ist, ist zuständig für die emotionalen und instinktiven Verhaltens- und Reaktionsweisen und auch das Langzeitgedächtnis. Und dann die höheren geistigen Prozesse wie bewusstes Empfinden, abstrakte Denkprozesse, Überlegungen, Planen, Arbeitsgedächtnis, das findet dann alles im Kortex statt.
Der Mensch neigt dazu, genauso wie er eben gerne ein Gehirn als künstliche Nachbau haben möchte, dass er die Funktionen des menschlichen Körpers gerne mit der Technik vergleicht, die jeweils zu diesem Zeitpunkt sozusagen gerade das Nonplusultra ist. Ja? Und für das Gehirn verwendet man halt dann gern die Idee, es ist wie ein Computer. Und ich möchte euch da gerne zeigen, dass das eben nicht der Fall ist. Bei einem Computer passiert nämlich alles Feed-Forward. Das heißt, jeder Prozess kommt nacheinander. Ja, es gibt kaum Rückkopplungsmechanismen. Und im Gehirn funktioniert das gänzlich anders. Es gibt drei große Organisationssysteme. Das erste ist das thalamokortikale System, wo der hintere Teil für die sensorische Wahrnehmung und der vordere Teil für die Planung und Handlung zuständig ist. Und dieses System breitet sich über das gesamte Gehirn aus. Es ist wie ein dreidimensionales Netzwerk und die Neuronengruppen sind zu Mustern verknüpft und feuern gleichzeitig. Ja? Es kommt dabei zu reziproke, konvergente und divergente Verknüpfungswege. Das heißt, die interagieren miteinander und das hat den großen Vorteil, dass weit entfernte Gehirnareale miteinander aktiviert werden können und dadurch verschiedenste Funktionen hervorrufen können. Und dieses System, dieses reziproke, immer miteinander agierende System nennt man Re-Entry. Ist eben, wie gesagt, gänzlich anders als ein Computer funktioniert. Und mit diesem System ist das Problem gelöst, dass es keine zentral koordinierende Struktur im Gehirn gibt. Ja, das ist nicht gefunden worden, gibt es nicht. Das zweite System ist ein System, wo in Reihe geschaltet wird. Also das sind Strukturen, das sind hochspezifische Strukturen wie das Kleinhirn, die Basalganglien und der Hippocampus sind mit dem Kortex verbunden hauptsächlich und die Bahnen sind aber in eine Richtung. Ja, da gibt es kaum eine Rückschaltung, einen Ausgleich. Das hat den Vorteil, dass dieses System sehr schnell reagieren kann. Ja, also wenn das Kleinhirn mit dem Kortex sich verbindet, kommt es zu einer sehr guten Koordination und Synchronisation von Bewegung. Es ist aber auch beim Denken und Sprechen mitbeteiligt. Die Basalganglien sind wichtig zur Planung und Durchführung von komplexer motorischer und kognitiver Abläufe. Und der Hippocampus ist eine wichtige Struktur, um die Sachen auch für das Kurzzeit- und Langzeitgedächtnis in der Großhirnrinde dann zu konsolidieren. Das heißt, dass wir nicht alles gleich wieder vergessen und dass diese Gedächtnisinhalte weiterhin zugegriffen werden kann. Und das Wesentliche ist eben, dass es in Reihe geschaltet ist, unidirektional und eben nicht reziprok, so wie das erste System, wo alles miteinander verknüpft wird. Und der Vorteil dieses zweiten Systems ist, dass ich komplizierte motorische und kognitive Routineaufgaben in einer hohen Geschwindigkeit und Präzision durchführen kann. Das heißt, es ist bei allem im Lernen sozusagen wichtig. Wenn ich zum Beispiel Autofahren lerne, dann brauche ich am Anfang sehr viel Bewusstsein darüber, was ich mache und wie das funktioniert. Und später läuft das wie am Schnürchen und ich brauche kaum ein Bewusstsein darüber. Und das dritte kortikale Arrangement ist eine diffuse Sammlung von Nerven, die eine relativ geringe Anzahl haben von Neuronen. Ja? Und der Angelpunkt, also die Form dieses Arrangements ist wie ein Fächer. Das heißt, es gibt so einen Angelpunkt, der zu spezifischen Kernen im Hirnstamm und im Hypothalamus gehört und der zieht sich dann über das Großhirn. Und in diesem System kommt es zur Ausschüttung von Neurotransmittern und die einzelnen Bereiche werden auch meistens nach dieser spezifischen Art von Neurotransmittern dann bezeichnet. Und die Neurone von diesen Kernen, die feuern alle
gleichzeitig und immer dann, wenn etwas sehr Wichtiges und Auffälliges passiert. Ja, wenn es einen Knall gibt, einen Lichtblitz oder wenn ich einen Schmerz habe. Und dieses System hat sozusagen den Vorteil, es reagiert sehr schnell. Wenige Neuronen nehmen Einfluss auf ganz viele andere Neuronen, indem sie ganz viele Synapsen anregen. Und über diese Neuromodulatoren kommt es zu einer Veränderung der neuronalen Aktivität. Es wird Einfluss auf die Plastizität genommen vom Gehirn. Es kann auch dazu kommen, dass die Synapsenstärke verändert wird, also dass ich noch mehr Synapsen anrege. Das heißt, es ist eine Art Lernprozess. Wenn ich irgendetwas in meinem Leben passiert, das mich sehr schreckt, das mich sehr betrifft, dann wird meine Reaktionsweise und die Art und Weise, wie ich darauf reagiere, verstärkt, indem die Synapsen verstärkt werden, also dass noch mehr Synapsen gebildet werden. Und dieses System nennt man auch das Bewertungssystem. Das heißt, es hängt immer damit zusammen, ob ich etwas mag oder etwas nicht so gerne mag. Gut, das wollte ich euch nahebringen, so einfach als Unterschied zu dem, wie wir sonst gerne sehen, wie das Gehirn funktioniert. Das heißt, es hat einfach verschiedene Mechanismen. Und dann möchte ich weitergehen zum Bewusstsein. Was ist das Bewusstsein überhaupt? Ganz salopp könnte man sagen, Bewusstsein ist das, das mich verlässt am Abend, wenn ich einschlafe, und am Morgen, wenn ich aufwache, ist es wieder da. Und man hat sich sehr oft und viel mit dem Bewusstsein auseinandergesetzt. Das waren aber früher eher die Philosophen. Die Wissenschaftler haben lieber die Finger davon gelassen. Und zwar aus dem Grund, weil es dieses Problem gab, ich habe einerseits die Materie und einerseits diese geistigen Prozesse, die was Immaterielles sind. Und das wurde als der Weltenknoten bezeichnet. Also Schopenhauer hat ihn als Weltenknoten bezeichnet. Oder er ist auch bekannt als das Körper-Geist-Problem. Ja, also wie passiert es, dass etwas Materielles, unser Gehirn, unser Körper, Bewusstsein erzeugt? Oder umgekehrt, wie können bewusste Vorgänge, wie könnte Denken Materie erzeugen? Und viele haben gemeint, wir beschäftigen uns gleich gar nicht mit dem Thema, weil das Thema ist sowieso nicht lösbar. Ja? Auch Gottfried Leibniz hat im 17. Jahrhundert dieses Mühlenbeispiel geprägt. Das ist sehr bekannt. Und zwar sagt er, man kann sich das so vorstellen, selbst wenn es uns gelingt, die gesamte Struktur unseres Gehirns bis ins Kleinste zu wissen, ja, so wie es wir jetzt wissen. Wir wissen, dass es Synapsen gibt, dass es elektrische Impulse sind, die weitergeleitet wird, wie viele Neuronen es in welchem Gebiet gibt, wie sind die Verbindungsstärken und so weiter. Dann ist das so, wie wenn ich jetzt das Gehirn so stark vergrößere, dass ich hineingehen kann, wie ich zum Beispiel eine Mühle hineingehen kann. Und dann werde ich die vielen Räder sehen, ich werde sehen, welche materiellen Strukturen, wie ist der technische Funktionismus dort drinnen. So könnte ich vielleicht auch im Gehirn sehen, ah, da ist ein Neuron und da sind Nervenblitze, die da durchgehen, und könnte vielleicht auch die Neurotransmitter irgendwie herumfließen sehen. Aber ich könnte trotzdem nicht wissen, wie entsteht Bewusstsein. Und aus diesem Grund hat man eben, wie gesagt, lange sich gar nicht damit beschäftigt. Für uns ist es ganz selbstverständlich, dass es sich anfühlt, wir zu sein. Also ich fühle mich als ich. Und das ist was ganz Selbstverständliches. Ich weiß aber nicht, warum habe ich ein Bewusstsein und wie kommt es zustande? Wie kommt es zustande, dass ich mich genau so fühle, wie ich mich jetzt fühle? Edelmann und Tononi haben gesagt, Bewusstsein ist ein Geschehen. Und Christoph Koch sagt, Bewusstsein ist Erleben. Das heißt, sie versuchen eine sehr einfache Definition von Bewusstsein darzustellen, damit man sich sozusagen richtig heranwagt an das Ganze. Die große Frage war immer die,
Welche Funktion hat das Bewusstsein? Weil man annimmt, dass sich in der Evolution, in der Entwicklung nur das durchsetzt, was wirklich einen Sinn macht. Also zum Beispiel der Genetiker Theodosios Dobranski hat gesagt, nichts in der Biologie ergibt einen Sinn, außer im Lichte der Evolution. Das heißt, wenn es keinen Sinn macht, ein Bewusstsein zu haben, dann hätten wir es auch nicht. Ja, also die Evolution bildet nichts aus, was auch gar keinen Sinn macht. Es gab dann viele vorgeschlagene Funktionen des Bewusstseins. Zum Beispiel, es ist wichtig, ein Kurzzeitgedächtnis zu haben. Die Sprache, die Entscheidungsfindung, die Planung, das Setzen langfristiger Ziele, Selbstüberwachung, dass ich rückschließen kann auf die Intentionen von anderen oder einfach der Humor. Und man hat es dann untersucht, was hat wirklich einen Vorteil gebracht. Wenn ich das nicht hätte, quasi könnte ich nicht überleben. Oder ist es genau das, was mich zum, den Menschen sozusagen weitergebracht hat in seiner Entwicklung. Und keine dieser Hypothesen ist allgemein akzeptiert. Jetzt steht man wieder am Anfang. Man weiß nicht, was ist die Funktion des Bewusstseins. Und das Rätsel darüber, was die Funktion des Bewusstseins ist, das wird noch schwieriger, wenn man sich bewusst macht, dass ganz viele Dinge, die passieren und die wir machen, völlig unbewusst sind. Zum Beispiel sehr gut trainierte sensorisch-kognitiv-motorische Handlungsabläufe wie Radlfahren, Autofahren, ins Smartphone eintippen, ein Instrument spielen, die sind laufend unbewusst ab. Es hat sicher schon jeder mal erlebt, dass er mit dem Auto wohin fährt und sich am Ende fragt, wie bin ich eigentlich hergekommen? Ich war die ganze Zeit nicht wirklich bewusst beim Autofahren. Ich bin ganz selbstverständlich gefahren. Man nennt das sogenannte Zombie-Systeme. Das heißt, das ist so trainiert und automatisiert, dass ich dafür eigentlich kein Bewusstsein brauche. Man könnte sogar sagen, es wäre sogar hinderlich, wenn ich darüber nachdenken würde, wie das geht. Ich kann dadurch, dass ich diese Mechanismen automatisiert habe, mich auf andere Dinge fokussieren. Ich brauche zum Beispiel auch kein bewusste oder völlig unbewusst laufen auch die spinalen Reflexe ab. Wenn ich auf die Herdplatte greife und meine Hand rasch zurückziehe, wird es mir erst im Nachhinein bewusst, dass das heiß war, das passiert völlig unbewusst. Ich ziehe ganz rasch die Hand zurück. Oder die posturale Haltungsanpassung. In der Regel kann ein gesunder Mensch zu jeder Gelegenheit das Gleichgewicht halten, passt sich der Körper die Haltung immer an. Sogar die Sprache passiert ohne Bewusstsein. Man könnte das so formulieren, ich brauche keine Regeln, Grammatikregeln, um zu wissen, also ein Muttersprachler weiß, ob der Satz richtig ist oder falsch. Und meistens können wir es auch gar nicht argumentieren oder kennen die Regeln dazu gar nicht. Wir sprechen einfach. Auch das Lernen der Sprache passiert völlig ohne ein Wissen oder ein Bewusstsein darüber. Und dann gibt es auch noch einen sehr großen Unterschied zwischen dem, was das Auge sieht und die Perzeption des Bewusstseins. Also das, was sozusagen dann empfunden wird oder was ich tatsächlich sehe. Wir haben ja sozusagen parallel gerichtete Augen und es kommt dazu, dass ich zwei Bilder ins Auge bekomme, die dann überlappt werden. Oder auch, dass ich bestimmte Bereiche, zum Beispiel den blinden Fleck, dort kommen gar keine Impulse hinein und trotzdem wird ein kontinuierliches Bild hergestellt. Auch wenn ich den Kopf bewege, habe ich keinen Ruck im Bild, in dem, was ich sehe, sondern mein Gehirn erzeugt mir die Wahrnehmung von einem kontinuierlichen Ganzen. Und auch Entscheidungsprozesse, so wie wir das vorher gehört haben von Benjamin Lippert, passieren völlig unbewusst. Ich erkenne erst im Nachhinein, warum ich mich wofür entschieden habe. Oder ich erkenne, dass ich mich entschieden habe. Nichtsdestotrotz glaubt aber jeder, dass es wirklich seine bewusste Entscheidung war. Und aufgrund dessen, dass wir so große Probleme haben, die Funktion des Bewusstseins festzulegen, gibt es eben die Funktionalisten, die sagen,
Das Bewusstsein ist ohne dies nur eine Schaumkrone auf dem Ozean des Verhaltens. Es hat keine Konsequenz für die Welt. Das heißt, das entsteht zwar nebenher, ist so quasi ein Goodie, aber wir bräuchten es eigentlich nicht wirklich. Und der Fachausdruck dafür ist epiphänomenal. Da gibt es eben in der wissenschaftlichen Erforschung des Bewusstseins, wenn man sich das alles genau anschaut, sehr interessante Mechanismen. Ich kann ganz bewusst sagen, ich weiß, dass ich bin. Ich weiß, ich habe ein Bewusstsein über mich, dass ich bin. Aber ich kann daraus nicht rückschließen, oder besser gesagt, ich kann nur indirekt daraus schließen, dass alle anderen Menschen auch ein Bewusstsein haben. Ich kann es nicht wirklich beweisen. Und das ist diese riesige Schwierigkeit in der Bewusstseinsforschung. Ja? Und eben genau aus diesem Grund hat man das eben lange außen vor gehalten, weil man auch gesagt hat, wir wollen etwas untersuchen, etwas erforschen, von dem wir selbst ein Teil davon sind. Und das macht es dann auch so schwierig. Und die letzten Jahrzehnte hat man sich aber trotzdem drüber gewagt und man sollte eben bestimmte Maßstäbe anlegen. Ja, also man sollte eben versuchen, wirklich eine adäquate Beschreibung der physikalischen Vorgänge zu finden, wie Bewusstsein entsteht. Das macht man, indem man versucht herauszufinden, wo im Gehirn sind genau die Strukturen, ohne die es nicht geht. Ja, man nennt das das neurologische Korrelat des Bewusstseins. Zum Beispiel weiß man mittlerweile, dass ich das Kleinhirn brauche ich für das Bewusstsein nicht. Das Kleinhirn ist eine Struktur, die unglaublich viele Nervenzellen hat, hochspezialisiert ist. Aber wenn ich kein Kleinhirn habe, es gibt ja auch Kinder, die ohne Kleinhirn geboren werden, oder wenn ich einen Tumor habe im Kleinhirn, gibt es Operationen, wo das gesamte Kleinhirn entfernt wird. Das ist zwar ungünstig für die gesamte Motorik, aber diese Menschen haben trotzdem ein Bewusstsein. Man hat auch lange angenommen, dass das Bewusstsein im Frontallappen zu Hause ist, dass die dafür wichtig sind. Das hat sich aber auch nicht wirklich herausgestellt. Momentan sind es am ehesten Teile im hinteren Kortexbereich, die dafür verantwortlich sind. Dann sollte man beschreiben, welche Eigenschaften hat das Bewusstsein und warum hat es diese Eigenschaften und unter welchen Umständen entsteht das Bewusstsein. Und dann gibt es drei methodische Grundaussagen, wenn man das Bewusstsein analysieren möchte. Ja? Und zwar ist ganz wichtig, das Sein geht dem Beschreiben voraus. Was bedeutet das? Ich erlebe etwas und erst nachher beschreibe ich es. Wenn ich zum Beispiel einen Urlaub gemacht habe, dann erlebe ich den Urlaub, die gesamten Eindrücke, die ich dabei erlebe. Wenn ich das jemandem beschreibe, wird er nie das Gleiche empfinden, wie ich empfunden habe während dieses Urlaubs. Ja? Also man kann immer davon ausgehen, das Sein geht der Beschreibung voraus und es wird keine wissenschaftliche Theorie geben, die in sich selbst Empfindungen und Wahrnehmungen enthält, sondern einfach immer nur Beschreibungen. Zweitens geht das Handeln dem Verstehen voraus. Das hat man in Versuchen festgestellt, auch bei Tierversuchen, dass die Tiere in der Lage sind, zu reagieren, Probleme zu lösen, ohne dass wir, also dass sie es wirklich verstehen. Also wir nehmen nicht an, dass sie eine Logik haben, dass sie das verstehen, was sie da machen, sondern sie handeln einfach. Es hat da auch ein sehr interessantes, einen interessanten Versuch gegeben. Man hat Karten in einem bestimmten Muster sortiert und der Proband wurde gebeten, immer zu raten, wann eine Ass kommt und wann nicht. Das heißt, jedes Mal, bevor die Karte aufgelegt worden ist, musste er sagen, jetzt kommt eine Ass oder jetzt nicht. Dann wurde die Karte aufgelegt und man hat gesehen, es ist richtig oder falsch. Und je mehr Karten aufgelegt worden sind, umso richtiger war die Antwort. Umso besser konnte der Proband voraussehen, ob jetzt eine Ass kommt oder nicht. Und zwar schon lange, bevor er die genaue Systematik, wie der Stapel geordnet war, erkannt hat. Ja? Das heißt, er konnte schon
diese Systematik erkennen, bevor er es verstanden hat. Und als drittes, die Selektion geht der Logik voraus. Für die Entstehung von tierischen Körpern und auch von Gehirnen, von Menschen, hat es keiner Logik bedarf. Wenn ich einen Computer erzeugen möchte oder dieses künstliche Gehirn, dann brauche ich sehr wohl eine Logik. Und die Entwicklung von den höheren Gehirnfunktionen, die haben von der natürlichen Selektion und von anderen evolutionären Mechanismen abgehangen. Und die Beschreibung des Ganzen folgt dann erst hinterher. Als nächstes kann man differenzieren, dass es zwei allgemeine Eigenschaften von Bewusstseinszuständen gibt. Und zwar jeder Bewusstseinszustand hat diese zwei Eigenschaften. Er kann auch noch mehr Eigenschaften haben, aber diese hat er auf jeden Fall. Und zwar die Einheit und Integriertheit. Das heißt, ein mentaler Zustand wird immer als ganz empfunden. Das kommt davon, weil wir nicht in der Lage sind oder man herausgefunden hat, wir können nicht zwei Dinge gleichzeitig tun. Das erkennt man zum Beispiel, wenn man sich Bilder anschaut mit zwei widerstreitenden Informationen. Zum Beispiel gibt es da das Bild, wo ich entweder zwei Vasen sehen kann oder ich sehe das Gesicht zwischen den zwei Vasen. Ich kann es aber nie gleichzeitig sehen. Jedes Erleben ist eine Einheit. Selbst wenn ich eine Störung im Gehirn habe und bestimmte Funktionen ausfallen, wird das dem Menschen oft nicht bewusst, dass er diesen Ausfall hat, weil er sich selbst immer als Ganz und als Einheit empfindet. Klassisches Beispiel ist die Hemiplegie. Ja, das kann so weit gehen, dass er nicht glaubt, dass das sein Arm ist, wenn er überhaupt keine Informationen von dem Arm bekommt. Und jeder Bewusstseinszustand ist differenziert und informativ. Das heißt, er hat eine Fülle an Informationen und das Gehirn verwaltet diese Fülle an Informationen und verliert dabei aber nie seine Ganzheit und seine Kohärenz. Ja, das heißt, das ist wirklich so ein ganz wichtiger Teil oder eine ganz wichtige Eigenschaft des Bewusstseins. Es ist immer ganz. Es kann sich nicht halb anfühlen. Und da ist es auch wichtig zu unterscheiden, dass es eben Bewusstseinsinhalte gibt und Bewusstseinszustände. Einfach nur, dass man das so im Kopf behält und dass man schaut, womit habe ich es gerade zu tun. Bewusstseinszustände sind zum Beispiel der Wachzustand, das Schlafen oder der Zustand, wenn ich in einer Narkose bin oder ein Zustand nach einer Hirnschädigung, wenn ich vielleicht einen verminderten Bewusstseinszustand habe oder wenn bestimmte Hirnareale einfach nicht mehr arbeiten und ich diese Informationen nicht mehr verarbeiten kann. Oder eben auch das reine Gewahrsein, wie es in der Meditation oder bei mystischen Erfahrungen passieren kann. Und die Bewusstseinsinhalte sind die Gedanken, Erinnerungen, Gefühle, Schmerzen, Emotionen, Körperempfindungen. Gut, was haben die Wissenschaftler schon herausgefunden? Was wissen sie über das Bewusstsein? Sie wissen, dass es mit komplexen, adaptiven biologischen Netzwerken verbunden ist. Mit sehr großer Wahrscheinlichkeit das Gehirn. Ja, als Netzwerk im Gehirn und in dem Fall irgendein bestimmter Bereich, weil es nicht alle Bereiche im Gehirn sind, aber nicht andere Netzwerke wie zum Beispiel das Immunsystem oder das entrische Nervensystem. Ja, damit hängt das Bewusstsein nicht zusammen. Das Bewusstsein braucht kein Verhalten. Was heißt das? Es geht zwar oft mit einem Verhalten einher, das heißt, es ist mir etwas bewusst, ich habe ein Erleben und ich agiere und mache was. Aber das ist zum Beispiel beim Träumen nicht der Fall. Ja, jeder, der mal einen intensiven Albtraum gehabt hat, weiß das, wie viel man da erleben und empfinden kann. Und der Körper liegt aber im Bett und bewegt sich gar nicht. Es braucht auch keine Emotionen, um Bewusstsein zu haben. Also das ist für das Bewusstsein nicht zwingend notwendig. Das hat man erkannt bei Patienten mit Frontalhirnschäden, dass die zum Teil sehr, sehr stark reduziert waren von ihrer Emotion und das bewusste Wahrnehmen aber in gleicher Weise vorhanden war.
Ich muss nicht sprechen können, um ein Bewusstsein zu haben. Ich brauche auch kein Langzeitgedächtnis dazu. Und ich brauche für das Bewusstsein nur eine Hemisphäre. Man hat bei den Split-Brain-Patienten, das sind die Epilepsie-Patienten, denen man den Corpus callosum geteilt hat, erkannt, dass diese nach der Trennung das Gehirn oder dieser Mensch sozusagen in zwei Ichs zerfällt. Das Ich der linken Hirnhälfte und das Ich der rechten Hirnhälfte. Es kann sich aber nur die linke Gehirnhälfte sprachlich ausdrücken, weil sie das Sprachzentrum dazu hat. Und auch da hat man bei diversen Versuchen herausgefunden, dass aber die rechte Hirnhälfte sehr wohl ein Bewusstsein hat und auch bestimmte Dinge sozusagen erkennen und machen könnte. Und am Anfang, nach diesen Operationen, ist es zum Beispiel auch vorgekommen, dass die linke Hand und rechte Hand gegenseitig sich sozusagen gestört haben in irgendwelchen Aktionen. Das legt sich dann aber, wenn die linke Gehirnhälfte, die dominantere Gehirnhälfte sozusagen die Oberhand gewinnt. Dann ist das die, dessen ich dann erlebe. Und es ist dann sozusagen wieder ein komplettes Ganzes. Und wir wissen auch, dass es bei der Zerstörung von lokalen Gehirnarealen zu einem Ausfall von spezifischen Bewusstseinsinhalten kommt. Ja? Also nicht von einem Bewusstseinszustand, sondern nur von bestimmten Inhalten des Bewusstseins. Und das reinste Bewusstsein oder das klarste Bewusstsein ist das, wo ich nur bin. Das kann man zum Beispiel erleben in diesen Floating Tanks. Ich weiß nicht, wer das kennt. Das schaut aus wie eine Badewanne mit einem Deckel. Also da ist es ganz dunkel drinnen. Es ist ein Salzwasser drinnen, sodass man drinnen schwebt. Es gibt keinerlei sensorischen Input. Das ist quasi wie in der Schwerelosigkeit. Und wenn man sich komplett in das hinein entspannt, dann ist nur mehr reines Sein, nichts anderes mehr. Gut. Ich bin schon zum Ende von meinem Vortrag gekommen. Ich hoffe, ich habe euch da ein bisschen Lust gemacht drauf, sich näher damit zu beschäftigen. Es ist ein riesengroßes Gebiet. Die Gehirnforschung ist schon sehr, sehr weit. Da gibt es, glaube ich, jedes Monat neue Entdeckungen, neue Erkenntnisse. Wir haben auch im letzten Newsletter ein Buch vorgestellt, das ganz viele Skizzen und Bilder und Beschreibungen über das Gehirn hat. Und es ist wirklich ein ganz toller Bildatlas, würde ich sagen, über das Gehirn. Und ja, so. Ich schalte jetzt wieder um, so auf alle. Ich weiß nicht ganz genau, warum das so ist, dass die Konstanze groß ist. Ich glaube, es sollte jetzt, eigentlich sollte derjenige, der spricht, dann groß sein. Also wenn ihr eine Frage habt oder etwas mitteilen möchtet, könnt ihr das Mikrofon anschalten und uns das mitteilen. Erstmal vielen Dank für den Einstieg und fürs Geschmack machen. Mhm. Ich hätte eine Frage zum Buch, was du gesagt hast. Könntest du nochmal nennen, wie das genau heißt, dass man vielleicht nochmal. Ich hole es kurz. Okay. Das ist von der Rita Kater, das Gehirn. Und ist eben, also es hat einfach wirklich phänomenal tolle Bilder. Warte mal. Jetzt habe ich natürlich keins, was so richtig flasht. So zum Beispiel, dass das Gehirn so aufgespalten ist und so man sieht so quasi so von der Seite bis hin Schädel, Gehirn und so weiter. Und der ganze Band ist voll mit diesen Bildern und mit Informationen aus der Gehirnforschung. Voilà. Ist gleich untergefallen. Es ist so voller Informationen, dass gleich der Schwerkraft gefolgt ist. Danke.
Ich bedanke mich auch und ich habe eine Frage. Wenn was wir ja nicht hoffen, aber wenn das Symposium nicht analog stattfinden kann, wird das gegebenenfalls auch digital stattfinden, das Symposium, oder wird es dann ausfallen? Also wenn es wirklich so ist, dass wir nicht zusammenkommen können, was ich aber nicht glaube und nicht hoffe, ja. dann schätze ich, wird es vielleicht nur in einer verminderten Form sein. Also wir müssten das dann besprechen, weil das ganze Symposium wirklich sehr, sehr praktisch angelegt ist. Also wir haben im Verhältnis, kann man sagen, 6 Stunden Vortrag und fast 3-mal so viel Praxis, weil jeder Workshop dann auch 2-mal stattfindet, weil sonst die Gruppe zu groß wäre. Und ja, es ist einfach wirklich sehr, sehr praxislastig und ich kann es mir fast nicht vorstellen, wie wir das dann machen könnten, aber Not macht erfinderisch, also wir werden sehen. Okay, danke schön. Gerne. Also Martina, du hast mir wirklich viel Lust gemacht zu kommen. Ja, freut mich. Also letztes Jahr hatte ich mich auch angemeldet und war Feuer und Flamme und jetzt ist das durch Corona so sehr weit nach hinten gerückt. Bei ja. euch werden ja jetzt die Sachen wieder geöffnet und ja, ich überlege auf jeden Fall, mich anzumelden. Ja, das ist wunderbar. Also ich habe auch gehört, dass es jetzt vielleicht in Deutschland einfach mal so die Umfrage gibt, wer würde denn gerne kommen und wenn das so genau. schwierig ist oder wenn es dann irgendwelche Quarantänebestimmungen gibt und so, wie wir das machen könnten. Es ist natürlich so, dass es, wie soll man sagen, einfach vom Aufwand und von den Kosten her, wenn dann zu viele wegfallen würden, ist es dann auch schwierig unter Umständen. Und man muss halt sozusagen zu einem bestimmten Zeitpunkt die Entscheidung treffen, machen wir es oder machen wir es nicht. Ich denke mal, wenn sehr viele aus Österreich kommen, wird es kein Problem sein, weil dann schaffen wir es auch unter uns Österreichern. Aber wir hoffen natürlich, dass es schon in dem Rahmen stattfinden, wie wir es wollten, dass einfach ganz viele auch von Deutschland kommen. Danke. Ja, ich danke dir. Gut, dann vielen Dank fürs Zuhören, für eure Aufmerksamkeit. Es hat mir viel Freude gemacht und ich werde mir schon überlegen, was ich euch dann alles erzähle im Oktober dann beim Verbandstreffen. Und ihr könnt euch jederzeit entweder in Österreich beim Büro oder in Deutschland zum Verbandstreffen anmelden. Und ich freue mich darauf, ganz, ganz viele von euch zu sehen. Vielen Dank. Schönen Abend noch. Baba. Ciao. Danke.